Boah. Der bohrt immer noch. Der bohrt hier immer noch, der Sack. Es geht mir tierisch auf den Sack. Aber das soll euch nicht interessieren. Aber jetzt gibt's wieder hier ein Reaction-Video auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias die fette Rakete. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich eine neue Band, naja, entdeckt ist übertrieben. Und zwar bin ich bei Frontiers Music über eine Band gestoßen. Und zwar wurde mir Crazy Licks reingeschmissen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist irgendwie so eine elektronische Spielzeuggitarre, also der Begriff. Die Band spielt Thrace Rock. Ist das richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen? Jetzt eine schwedische Slace Rock Band von 2002. Und die haben, glaube ich, auch jetzt 2021 ihr 8. Studioalbum schon veröffentlicht. Das 8. schon, das ist schon, oh, schon nicht schlecht, wa? Und ich habe von denen noch nie was gehört. Keine Ahnung, ich bin da sehr gespannt, hoffentlich genauso wie ihr. Optisch ist es wieder so ein bisschen, so sieht so ein bisschen nach Oldschool aus, was ich ja absolut total feiere. Wir werden uns auch gleich das Album zu Street Lather, also ihr aktuellsten Album, angucken. Und ich bin sehr gespannt. Also wenn es so 80er, 90er Jahre Rock, Glamrock ist, habe ich da mega Lust drauf. Das ist vor allem, ich habe ja schon mal gesagt, also in der heutigen Zeit sowas zu haben, finde ich cool, weil ich mag sowas. Ich finde schade, dass sowas, naja, so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Wäre jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, aber so eine Musik, das ist, die macht einfach gute Laune, die macht Bock und ja, und ich mag sowas. Ich brauche sowas einfach auch zwischendurch mal, zwischen den ganzen Heavy Metal, Power Metal, Black. Einfach mal so eine schöne Glamrock Band oder sowas. Schauen wir erstmal, wir gucken uns erstmal in Ruhe das Album von Crazy Licks Street Lethal an. Ja, und da wären wir auch schon. Das ist das Album hier. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ah, Crazy Licks, ganz klar. Street, richtig geil. Mag ich, erinnert einen so voll an Street Fighter, die Spielereihe. Ich glaube, die haben auch so eine ähnliche Schriftart. Eigentlich so ein schöner Mix zwischen Street Fighter und Lethal Weapon. Heißt es dieses? Street Lethal? Ja, kann sein. Aber ja, es ist schon, also allein die Aufmachung, die Art hier auch mit diesen ganzen Muscle Cars und sowas. Hier, er trägt eine Kette, Baseballschläger und Es ist schon funny, das muss man sagen. Hier haben wir auch die ganzen Dudes. Oh, hier einer mit Thor, haben wir sogar. Und das Ganze natürlich querbunt. Sieht so recht asiatisch-japanisch aus. Finde ich gut. Also ich mag's. Also ich würde zugreifen. Einfach, weil hier wirklich alles so stimmt, wie ich sowas mag. Also ich mag sowas. Und das ist ja das Wichtigste, ne? Ein Albumcover soll einen ja optisch ein bisschen catchen. Und das haben die Jungs geschafft. Und jetzt werden wir mal schauen, ob die uns auch musikalisch überzeugen können. Also ab geht's, Rise Above von Crazy Licks. Ja, der Song geht auch gut 5 Minuten. Da schauen wir natürlich mal, ob wir das durchlaufen lassen. Aber ja, gucken wir mal, wa? Ganz entspannt, was die Jungs hier so auf dem Kasten haben. Übrigens, wenn euch das stört mit dem Bohren, ach, kann ich nicht. Oh ja, der Anfang, geil. Oh ja, geil. Ja, Mann, geil. Möpse. Ich feiere das jetzt schon. Wenn der Anfang so ist, klingt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber dann es kann gar nicht mehr schlecht werden. Und die Stimme ist bis jetzt schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, geil.
Geil. Heichwitz. Perfekt gestoppt. So, also während ich laber, können die anderen hier das betrachten. Toll, also wirklich toll. Also alleine, ich bin ja so ein Fan, der das Optische mag. Jetzt mal abgesehen von dem hier. Ja, also hier. Ist egal. Ich mag die Videoauffassung. Es ist wirklich klischeehaft ohne Ende. Ja, wir haben Nebel, wir haben mega fette Verstärker. Wir haben Frauen, die scheinbar kein BH tragen, sehr knapp angezogen sind oder hauteng angezogen sind. Der eine, ja, das ist schon wieder dieses weiße T-Shirt mit dieser japanischen Sonne drauf oder sowas. Es mag klischeehaft sein, aber ich find's toll. Das ist genau sowas, was ich mag. Und der Sound ist einfach genial. Und der Ventilator natürlich im Hintergrund von ihm. Geil. Och, verdammt. Ich hab gedacht, jetzt kommt Thunder. Es ist so geil, Mann! Ich denke immer, da kommt Thunder, ey. Das würde so geil passen. Aber ey, der Song macht so einen Spaß. Vor allem dieses, wow, wenn die ganze Band... Es ist so... Es ist... Ja, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ah! Verdammt! Na, wenn das nicht an Street Fighter erinnert, weiß ich ja auch nicht. Oh, herrlich. Wir lassen es durchlaufen. Ach, Danny Rexon hat's gemacht, oder was? Ach, kick an. Geil.
Ich glaube, das war's jetzt aber auch. Meine Fresse, was für ein Hammer! Geiler Song war das denn gerade. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Also ich habe, ich versuche ja möglichst neutral um mal hinzugehen, aber wenn du so schon das Albumcover siehst, wie diese Band aussieht, was sie darstellen möchte, was sie verkörpern möchte, und dann kriegst du noch so einen Song hingeballert plus dieses Optische, damit meine ich nicht nur die Frauen, auch wenn die natürlich ihre Reize, also ihren Teil dazu beitragen, mein Gott, hat das lange gedauert, ist das wirklich toll, also es ist wirklich, es macht einfach Spaß, es ist ein schönes, langes Solo, die Stimme von dem Danny ist großartig, passt hier super rein und ich finde es schön, dass man sich so viel Mühe gegeben hat, dem Ganzen wirklich gerecht zu werden, dieses Musikgenre einfach weiter am Leben zu erhalten und ganz toll, ganz toll. Und das im Jahre 2022, Entschuldigung, das Album ist ja erst rausgekommen. Wahnsinn. Also ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Natürlich, oh, sowas wie Thunder ist natürlich auch wieder mit dabei. Muss irgendwie mit dabei sein. Ja, Thunder muss irgendwie mitverarbeitet sein. Aber toll, würde ich mir auf jeden Fall auch gerne mal live angucken. Die Jungs, die glaubt, die machen richtig Spaß. Richtig, richtig viel Spaß. Wie hat euch der Song gefallen? Haut's mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und supportet solche Bands. Ich habe auf jeden Fall Spaß dran. Und das ist die Hauptsache. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze hier irgendwie ansatzweise gefällt. Und wenn ihr noch mehr solcher Bands kennt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.